Motivation nochmal das Video zu machen, weil ich an so einem scheiß Video auch manchmal fast eine Woche sitze, also so 5 Tage wirklich mit einem dran aufnehmen, rein ins Programm, bearbeiten, abspeichern, irgendwann hochladen. Daher die Bitte vorweg, da es vielleicht manche nicht hören, weil sie nicht bis zum Ende gucken, wenn ich dieser, naja, Noob-Zeug hier gefällt, oder, warte, Entschuldigung, dieses Noob-Zeug hier gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn du ein Like oder sogar einen Kommentar da lassen könntest. Und wenn du eh schon hier aktiv bist auf YouTube, dann kannst du mich auch gleich abonnieren. Dann siehst du noch mehr Scheiße. Weil ich nicht nur ein was mache, also in dem Fall jetzt nicht nur zeichnen, sondern auch backe. Demnächst wird Cosplay dazukommen. Das habe ich jetzt schon seit geraumer Zeit leider Gottes pausiert, aus verschiedenen Gründen. Aber dazu komme ich dann, ich kann jetzt leider sagen, nur ein andermal. Weil wenn ich irgendwann endlich einen scheiß Mietvertrag unterschrieben habe und soweit alles drin ist in der Wohnung, werde ich zu diesem Thema, was mit vielen anderen Sachen zusammenhängt und gerade mit meinem seelischen Wohl, mal ein Video machen und offen reden. Und ich bin echt gespannt, ob es anderen auch so geht, weil ich gefühlt die Einzige bin. Ja, und da werde ich dann auch meine Fresse zeigen, so als kleines Sketching schon mal vorweg, weil ich finde, bei so einem Thema, was doch schon recht ernst ist, will ich einfach sozusagen, es kommt einfach mehr ernst darüber, finde ich immer, wenn man auch seine scheiß Fresse zeigt dabei. Von daher, freut euch drauf oder so ähnlich. Ich habe jedenfalls morgen wieder einen Besichtigungstermin. Die Wohnung ist einfach nur perfekt. Lage, Schnitt, Preis. Das wäre so ein Traum, wenn ich die bekommen würde. Aber zurück zum Bild. Vielleicht hat sie ja jemand schon wieder erkannt, auch wenn die Kamera die ganze Zeit schräg ist. Aber das ist wieder meine Laterne Ai von der Rasse Yangcho. Ich hoffe, die spricht man so aus. Und der Dude daneben ist von meiner allerliebsten Künstlerfreundin Elif. Ich möchte kurz anmerken, ich glaube, ich habe seine Beine zu kurz gezeichnet, auch wenn Kerle immer einen längeren Oberkörper haben. Aber das Ganze sieht ganz passabel aus. Und wenn ihr da so vielleicht so kleine Hilfestellung habt, zwecks Kernanatomie, könnt ihr mir die gern unten da lassen. Aber an diesem Bild fertig. Surprise, weil es ja schließlich bis zum Ende Filme nichts mehr ändern. Ich bin froh genug, dass das Ganze nicht zu sehr krüppelhaft aussieht. Aber wie gesagt, ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob ich nicht seinen Oberkörper und seinen Schritt somit auch automatisch so weit unten festgelegt habe. Aber wer weiß. Nur hätte ich das kürzer gesetzt, wäre er halt fast so groß mit dem Oberkörper gewesen wie Ai. Aber wie ich ja gerade eben schon erwähnt wird, eigentlich haben Kerle immer deutlich längeren Oberkörper und dafür proportional gesehen kleinere, also längtechnisch kleinere Beine als Weiber. Ja. Ich arbeite mal weiter. Das war schon wieder ein recht langer Anfang. Lass mal kurz anzumerken, Grau gehört nicht zu meiner Lieblingsfarbe. Und gerade auch Profilansicht, Colon, ist so. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, wo die Wangenknochen sind und so, aber ich finde das so schön, weil entweder hast du gefühlt gar keine Erhebung und Senkung
Oder du hast einfach nur einen Schatten. Es ist so ein Flatsch. Aber ich versuche. Ich versuche mein Bestes. Stifte immer alle, wenn du mitten bei einer Fläche bist. Wenn es wenigstens erst am Ende ist, wenn du nur so 2 mm vor dir hast, aber nein, immer mitten drinne. Fickt euch. Ja und ja, ich weiß, ich gehe gefühlt 5000 Mal über eine Fläche, um nochmal den Farbübergang so ein bisschen zu verfeinern, aber es bleibt dasselbe Problem. Ja, und es nervt.
ich muss da gerade mal kurz ein bisschen prallen, aber er ist sicherlich nicht perfekt. Aber bitte guck dich doch mal an. Der Dude ist gar nicht mal so scheiße geworden, wie ich befürchtet habe, okay? Und die graue Haut ist okay. Ist jetzt immer noch nicht mein Wunsch. Also man könnte noch mehr aus der grauen Haut rausholen, und mehr kriege ich momentan nicht raus. Das ist okay. Und ja, wie gesagt, ich bin mir in dem Schritt immer noch nicht sicher, ob ich den zu lang gemacht habe oder vielleicht zu kurz, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wie groß ein Schniebi ist. Gibt ja keine Zentimeter an Bezeichnung beim Sheet. Das könntest du ja hinzufügen. Nein, egal. Ich bin froh, dass man ihn als männliches Wesen erkennt. Und er ist halt 3 cm größer als Ei. Das habe ich aber vergessen. Deswegen sind deine Beine halt abgeschnitten. Naja. Musste ich die Edelsteine hier nicht zeichnen, die drin waren. Die wären nochmal richtig anstrengend geworden. So, dann würde ich sagen, cool, ich mal weiter, ne?
Sache, die noch kurz loswerden muss, weil die mich einfach richtig abfuckt. Ich habe das vorige Skizzbuch, was exakt dasselbe Modell von Leuchtturm ist, mal vorsichtig meinen Rubbelkrepp ausprobiert, weil ich damit einfach am besten Hintergründe hinbekomme, die zwar relativ schlicht sind, aber durch das ganze Aquarell gepanscht dann schon wieder nach etwas aussehen, sag ich mal. Weil ich weiß nicht, irgendwie kriege ich Hintergrundstrukturen immer noch am besten mit Aquarell oder Acryl hin. Keine Ahnung. Auch wenn ich sonst den Rest einfach nicht damit hinbekomme. Und da hat es auch echt gut geklappt, weswegen ich das dann halt auch zum Beispiel bei den letzten beiden Bildern gemacht habe. Einen Moment. Gestellt hatte, war hier von ein Draw This in Your Style Ding. Und da habe ich halt dieses Pastel Galaxy Ding im Hintergrund damit gemacht. Und es hatte, das Papier hat nichts abbekommen. Es ist einfach perfekt geblieben. Okay, und diese Galaxy Ausschlüsse. Die kann ich auch nicht mehr kaufen. Die kann ich auch noch mit Carpaccio. Ihr Lächeln ist creepy dank der Szene. I love it. Aber jedenfalls absolut gar keine Macken. Dann habe ich es nochmal vorsichtig hier probiert. Ich glaube, das hatte ich auch gefilmt. Wo ich hier diesen Sonnenaufgang oder Untergang oder irgendeins der beiden. Ich verwechsel das dauernd. Gemacht habe hinter ihnen, da gab es auch keine Probleme. Keiner hat was abbekommen. Und dann war ich einfach so motiviert, dass ich bei den beiden Mermaid-Bildern hier, das habe ich auch gefilmt, aber ohne Gepansche, weil ich muss es einfach in Ruhe machen und nicht dauernd darauf achten, ob es noch aufnimmt oder nicht oder ob die Teil zu groß ist, weil es sonst 5 Stunden braucht zum Rüberziehen und so gefährlich ist, dass es zwischendurch abbricht, weil Technik. Ich mag keine Technik. aber jedenfalls habe ich hier den Hintergrund, ja, es ist halt auch nur Gepanscher. Es ist jetzt nichts Besonderes. Aber ihren Hintergrund, der ist eigentlich auch nichts Besonderes, aber er hat so eine wunderschöne Stimmung. Ich bin wirklich immer noch stolz drauf, muss ich sagen. Ich habe das auch bei einem Artwork mit Copics gemacht, so ein Pastellhimmel. Aber einmal und nie wieder. Nicht, weil es nicht geklappt hat. Es hat geklappt. Es lag daran, weil mir persönlich einfach, das Papier saugt relativ viel, deswegen kannst du eben auch mit Aquarell drauf arbeiten. Bei dem hier. Bei meiner Mila. Der Schweif ist einfach das Beste an dem ganzen Bild. Die ist mir ehrlich. Und ihre Waffe. Der Schweif und die Waffe. Es saugt halt echt stark, deswegen kann ich damit ja auch mit Aquarell arbeiten. Und deswegen ist mir das Hintergrund einfach zu schade, weil ich da gefühlt 5 Millionen Mal öfter nochmal über die Übergänge rede, um sicher zu gehen, dass die wirklich smoothies sind. Es ist dann die Copics verwende. Zu gefährlich. Und ich hätte eigentlich mega gern bei ihnen auch einfach so einen schönen Strandhintergrund hingebatscht. Damit es auch mehr Eindruck, also damit es einfach die Atmosphäre füllt. Aber wie es mir beim vorletzten Artwork gezeigt hat, ah nee, bei dem davor, genau, deswegen habe ich ganz gebraucht, dass ich wieder ein neues Motiv hatte. Hier gab es schon ein, zwei kleine Aussetzer, ja, weil ich den Hintergrund wieder mit Aquarell gemacht habe. Wie gesagt, so ein gepanschter klappt einfach am besten bei mir so. Aber es war okay. Aber Ying hat einfach mal richtig die Fresse wegbekommen. Sie hat, steh ich auf, hier, seht euch das an. Das Papier hat so harte gelitten. Mitten in der Fresse. Und dann war es auch genau hier. Ich fühle es gerade. ja, und das war dann einfach so. No. Das ist mega schade, weil ich will eigentlich mehr Hintergründe machen. Aber ich mache die halt echt am allerliebsten mit Aquarell oder Acryl. Und nicht erst so detailliert vorzeichnen mit Copics und dann auch detailliert. Ja. Kennt das jemand? Hat das auch jemand? Ich verstehe nicht, warum das Papier auf einmal rumzieht. Das ist wirklich exakt dasselbe Modell, nur dass ich hier einen hellgrünen Kaffee habe, bei dem anderen gelben. Ich verstehe es nicht. Ich war so glücklich, dass ich endlich ein Skizzenbuch gefunden habe, was meinen Mixed-Media-Stil-Vorlieben waren unterstützt. Und da kommt das. I don't get it! Oh, 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 oh
weiß ja nicht, was eure Hauptziele dieses Jahr so sind, so zeichentechnisch. Aber ich will auf jeden Fall mehr Hintergründe irgendwie in meinen Faunismus reinkloppen. Und mehr Charakterinteraktion. Und da ist dieses Bild doch schon für mich persönlich ein kleiner Fortschritt, schon unter anderem, weil es einfach ein Kerl ist und nicht mehr Chibi, wo man so ein bisschen cheaten kann, sage ich mal, sondern halt wirklich normale Props. Und ja, macht ihr denn gern so Interaktionsstuff? Also ich bin ja ehrlich gesagt recht faul, genauso wie bei Hintergründen. Ich weiß, es macht definitiv was aus im Artwork. Aber was mich einfach immer daran triggert, ist, du schaffst es, also zumindest schaffe ich es immer, wenn ich dann eine zweite Person in das Bild mit einfüge, sozusagen, dass sie diesen einen Teil beim Design verdeckt, wo ich mir so denke, boah, das wurde geil. Sei es einfach ein Faltenwurf, der so richtig schön lebendig aussieht. Ja, ich weiß, Falten sind nicht lebendig, lasst mich. Oder einfach so, einfach ein Schmuckstück, was so voll perfekt da war, aber wenn du dann versuchst, verkrampfst, dieses eine Körperteil, meistens ist es nur ein Körperteil, zum Beispiel Arm, so zu setzen, dass etwas verdeckt, womit du leben kannst. Ich finde, man sieht das immer. Das ist einfach nur so. Und gerade da ich dann jetzt nicht so auf Ästhetik setzen will, sondern mehr so auf authentischen Scheiß, ist es einfach nur Triggerart. Ja, ich weiß, das sind First World Problems der anderen Art. Aber ich muss mal gucken, vielleicht. Eigentlich werke ich gerade an ein Character-Konzept, wo ich Mermaid und Katze zusammenhaue, wegen diesem, in Anführungsstrichen, Wortspiel. Nein, Redewendung, das war das Wort. Das stimmt. Wegen der Rede. Nicht Redewendung. Es ist auch keine Redewendung. Okay, normalerweise sind Katzen wasserscheu und ich finde es lustig, die mit einer Mermaid zu kombinieren. So, scheiß drauf. tja, da sie eher auch wieder so ein bisschen zynisch veranlagt sein wird, weil das einfach mein Lieblingscharaktertyp ist und mir am leichtesten fällt, war das einfach so eine ganz schöne Kombi. Naja, gucken. Entweder schaffe ich es mich wieder ein bisschen mit Aquarell anzufreunden und das nächste Video mal mit Aquarell wieder, nachdem ich eins zwischendrin aufgehört habe, weil ich keinen Bock mehr hatte. Oder es wird einfach dieser Character Sheet. Ich weiß nicht, ihr könnt es ja mal entscheiden, wenn ihr Bock habt. Also schreibt einfach rein, ob ihr Mer Cat haben wollt oder Aquarell Paint.
Ich hoffe, das Video hat euch irgendwie unterhalten und die drei wechselnden Musikdinger nicht genervt. Aber ich werde ja nicht noch mehr Teile reinballern. Ich glaube, das reicht schon. Naja, danke jedenfalls fürs Zugucken. Ich habe schon vorher erwähnt, was ich mir wünsche, wenn ihr hier aktiv seid. Und ja, ich hoffe, wir hören uns in 2 Wochen wieder. So, und damit hoffe ich. Okay, nein.